Ja, jetzt ist alles vorbei. Der Aschermittwoch ist da, das Aschekreuz ist gesetzt, die Fasnacht ist vorbei. Die Fasnacht lebt hier eigentlich auch das, was der Christ in seinem Leben lebt oder erlebt. Sie wird am 11.11. geboren, sie läuft zur Höchstform auch, sie jubelt an Rosenmontag, fährt man durch 100.000 begeisterte Narren und 48 Stunden später ist alles vorbei und die Fasnacht stirbt. Eigentlich so, wie es jedem von uns geht. Und das ist das Bindeglied zwischen Karneval und Kirche hier bei uns in Mainz, dass auch der Narr den Spiegel vorhält: Mensch, du bist vergänglich, du bist geboren, du lebst und eines Tages wirst du sterben. Und diese Verbindung ist urmainzerisch, wird hier gelebt und gehört bei uns zum täglichen Leben eines Christen in Mainz dazu.